Wir sind hier im Schloss, warme Temperaturen und heute feiern wir eine Eishockeyanerin von Brattelen, die in Sochi Geschichte geschrieben hat mit der Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Wir freuen uns und hoffen, dass ein Haufen Leute kommen und würden eigentlich das würdigen, was die junge Dame hier für Brattelen geleistet hat. Frau Thalmann, Sie spielen seit Ihrem vierten Lebensjahr Eishockey. Was fasziniert Sie so an dieser Sportart? Kombination zwischen Schnelligkeit, Koordination und einfach mit dem Stock und dem Schlittschuh zu arbeiten. Blicken wir mal noch zurück auf Sochi. Welche persönlichen Ziele haben Sie sich damals gesetzt für das Turnier? Für mich persönlich ist klar, dass ich einfach meine beste Leistung abprüfen will. Und für das Team war natürlich absolut das Medaillenspiel das Ziel gewesen. Und das, was wir jetzt noch erreicht haben, ist natürlich noch das Krönchen oben drauf. Welches persönliche Erlebnis nehmen Sie aus dem Olympischen Dorf mit? Ganz abgesehen davon, dass Sie eine Bronzemedaille gewonnen haben. Es waren sehr viele Eindrücke. Ein spezielles kann ich nicht wirklich sagen. Aber es ist auf jeden Fall das Zusammenleben mit anderen Sportlern und zu sehen, wie die eigentlich unscheinbar auch sind, so vor einem Wettkampf. Die haben wahrscheinlich am gleichen Tag wie mir gerade der wichtigste Wettkampf vor sich gehabt. Aber es ist, man hat es nicht angesehen oder so, und das finde ich schon recht eindrücklich. Sie üben ja neben dem Sport auch einen Beruf aus. Sie stehen vor der zweiten Lehre zur Maschinenbaukonstruktorin. Wie lassen sich die zwei Aufgaben miteinander verbinden? Das geht in meinem Fall nur mit einer Sportlerlehre. Ich mache eine Sportlerlehre und habe vorher schon eine Sportlerlehre gemacht. Und eigentlich im ganzen Ausbildungsprozess, den ich bis jetzt hatte, bin ich irgendwie in so einer Sportlösung drin gewesen, mit der Sportschule oder so. Sie spielen zurzeit beim SC Rheinach. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass Sie mal außerhalb der Schweiz können spielen können? Allenfalls auch über einem grossen Teich in den USA oder Kanada? Möglichkeiten gibt es mit College oder so Sachen. Aber es ist nicht mein Favorit, ehrlich gesagt. Okay, also Sie bleiben uns noch erhalten in der Schweiz. Das habe ich vor, ja. Medaillen anhängen. Und das habe ich mein ganzes Leben. Das ist schon ein tolles Gefühl. Brattelen ist an der Olympiade in der Presse gewesen. Zuerst mal habe ich etwas gelesen, dass Saline Salz von Abend schicken hat, dass der Schnee nicht weggeht. Irgendwann habe ich gelesen, dass wir einen Einwohner haben, der B.A. Müller, wo 11 Schweizer Fahnen auf dem Balkon versteckt hat, wie es 11 Medaillen gegeben hat. Aber nachher. Dann haben wir können lesen, dass noch etwas anderes passiert ist. Olympische Erfolge tun der Seele gut und sie öffnen den Horizont. Nach dem brillanten Erfolg von der Schweizer Nationalmannschaft weiss jetzt wohl jeder, dass es internationales Frauen-Eishockey gibt. 21 Frauen ist es mit Leidenschaft, Geduld und einem kleinen Glück gelungen, die entscheidenden Böcks zu spielen und damit einen historischen Sieg für die Schweiz zu erringen. Wir würdigen heute oben eine von diesen Athletinnen, wo in der Eishalle in Sochi über sich ausgewachsen ist und uns alle in eine Freudenteilung versetzt hat. Das ist Sandra Thalmann. Geschätzte Gäste, liebe Sandra, in der Richtlinie von der kommunalen Ehrungen, wo die Einwohnergemeinde und die Bürgergemeinde hier zu Brattelen zusammen durchführen, gibt es einen Abschnitt, wo steht,
Herausragende Leistungen können mit einem Empfang gewürdigt werden. Das haben wir schon machen, aber das kommt wirklich nicht manchmal vor. Der Gewinn von der Bronzemedaille, die Bronzemedaille, liebe Sandra, die du mit dem Frauen-Nationalteam im Eishockey in Sochi gewonnen hast, das ist eben so eine Leistung, so eine herausragende Leistung, eine wahre Glanzleistung. Das Aufbäumen, der Kampfgeist, der Wille zum Sieg, wo das ganze Team im letzten Drittel im Spiel gegen die Schwedinnen entwickelt hat, einfach grossartig, gewaltig. Eben Frauenpower. Und das in einer Sportart, die männlich dominiert ist. Ich habe nie mit einer Mannschaft so mitgefiebert. Und ich weiss, es ist nicht nur bei mir so gegangen. Ich konnte das Blatt noch wenden und habe diesen Match gewonnen. Eure Freude über diesen Sieg. Wunderschöne Szene, voller Emotionen. Sie ist bis zu uns in die Stube, zu uns Zuschauern gekommen. Wunderbar greifbar gewesen. Zum Sieg hat eine reife, vorbildliche Mannschaftsleistung getragen, die nur mit einer Höchstleistung von jedem einzelnen Teammitglied möglich geworden ist. Du, Sandra, du bist so eine Teammitglied, du bist so eine Leistungsträgerin und du wohnst hier zu Pradelen. Das erfüllt uns natürlich mit grossem Stolz. Im Namen vom Gemeinderat und vom Bürgerrat gratuliere ich dir, liebe Sandra, zu deinem Gewinn von der Olympischen Bronzemedaille. Und jetzt, heute, habe ich mit vielen anderen zusammen die Freude und Ehre, dir im Namen vom Regierungsrat vom Kanton Basel-Landschaft ganz herzlich zum Gewinn von der Olympischen Bronzemedaille zu gratulieren. Du bist als nach dem Tobias Fankhauser die zweite, und das ist eine wichtige Feststellung, zweite ehemalige Mitglied von der Leistungssportförderung Basel-Land, die mit der Olympischen Medaille ihren Leistungsausweis unter Beweis gestellt hat. Ja,